Warlock, Master of the Arcane, können wir jetzt wieder sein. Hexenmeister, der Herr der Geheimnisse. So heißt das PC-Spiel und so heißt auch unser Let's Play. In der ersten Folge haben wir gerade einmal eine Runde geschafft. Es hat doch eine Weile gedauert, die Spielwelt generieren zu lassen und die wichtigsten Spielelemente und Bildschirmbestandteile einmal vorzuzeigen. Jetzt könnten wir eine Runde weitergehen, indem wir auf die Enter-Taste drücken. Aber zuvor noch könnten wir diese Einheit und sollten wir auch diese Einheit noch ein Stück weiter bewegen. Der Jäger hat noch zwei Bewegungspunkte und hier rechts, hier ist ja der feindliche Krieger und die feindliche Diebin. Die Diebin hat 5 Punkte, der Krieger hat 3 und die könnten uns sehr schnell auf die Pelle rücken. Und das wollen wir natürlich nicht, denn der Jäger ist keineswegs eine Einheit, die wir in den Nahkampf schicken sollten. Resistenz Nahkampf 0 heißt auf Deutsch übersetzt, wenn der angegriffen wird, dann wird er massakriert, ohne sich irgendwie zur Wehr setzen zu können. Und diese 12 Lebenspunkte, die sind bei den Schadenswerten einer Diebin, nämlich 12 Schadenspunkten, die sie zufügen kann, ratzfatz weg. Und dann haben wir unsere Startarmee halbiert, denn 2 Einheiten minus eine Einheit gibt nur noch eine. Das wäre ein etwas unglücklicher und auch peinlicher Start und das vermeiden wir dadurch, dass wir den Jäger, ja, wohin ziehen? Gilt es noch etwas zu entdecken? Hier unten ist Küste. Da werden wir nicht sehr viel finden. Und was ist hier rechts oben? Da sieht es eigentlich so richtig spannend aus. Es kann natürlich auch sein, dass diese feindlichen Einheiten, diese neutrale Stadt da rechts im Osten, dass die Einheiten uns gleich angreifen und vielleicht versuchen sogar unsere Stadt zu erobern. Deshalb könnten wir uns zum Beispiel überlegen, den Bogenschützen dahin zu ziehen. Andererseits, bis die unsere Hauptstadt, Magierpalast knacken, das würde ganz schön lange dauern, denn ihr könnt ja links unten sehen, dass die Hauptstadt 100 Lebenspunkte hat. Bis die weg sind, würde das verflucht lange dauern und die Stadt kann sich ja zur Wehr setzen mit fünf Schadenspunkten, die per Fernkampf verteilt werden können. Ach nee, da ziehen wir mal mit dem Jäger noch ein Stückchen weiter weg. Andererseits die fünf Bewegungspunkte der Diebin, die kann uns sehr schnell auf die Pelle rücken. Ich ziehe mal ein kleines bisschen weg und beobachte mal in aller Ruhe in der nächsten Runde, was die Diebin macht. Und klicke jetzt auf Enter. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Ganz oben am oberen Bildschirmrand seht ihr, dass angezeigt wird, das war nur ganz kurz gerade, blitzt nur ganz kurz auf, welche anderen Fraktionen am Zuge sind. Das heißt, beim Rundenwechsel, das ist genauso wie bei Civilization oder wie bei Colonization, ziehen die anderen von der künstlichen Intelligenz der KI gezogenen Nationen und dann sind wir wieder dran. Was hat sich getan? Das finde ich jetzt ganz praktisch. Auf der rechten Seite des Bildschirms, da erscheinen Buttons und die zeigen das an, was man jetzt tun könnte und tun sollte, also die Handlungsmöglichkeiten, die man hat. Beispielsweise gibt es gleich zweimal die Möglichkeit, Einheiten, denen kein fixer Befehl zugeteilt worden ist, wie zum Beispiel haltet dauerhaft die Stellung oder bewegt euch über 5 Runden bis zum Ziel Y hin, sondern die darauf warten, dass man mit ihnen irgendwas noch anstellt. Die können wir dadurch finden, dass wir mit links auf diese Posaune oder dieses Horn draufklicken und ihnen einen Befehl erteilen. Einmal geklickt sind wir bei der Diebin, ein zweites Mal geklickt wird uns der Jäger angezeigt. Fangen wir mal mit der Diebin an und erkunden weiter die Gegend. Und wie ihr seht, ist hier auch gleich was Interessantes, nämlich eine verlorene Karawane. Das kennen Civilization und Colonization Veteranen. Das sind Boni, die bei Kartengenerierung zufällig verteilt worden sind. Plätze auf der Karte, die dann, wenn eine Einheit draufzieht, ihnen Geschenke bringt. Eine Regelgeschenke. Bei den anderen genannten Spielen können das auch mal Mali sein. Um es vorwegzunehmen, bei Warlock, Master of the Arcane, sind es immer nur positive Ereignisse. Zumindest bei den Schwierigkeitsgraden, die ich bislang gespielt hatte. Jetzt spiele ich ja erstmals auf unmöglich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Vielleicht passiert ja jetzt auch eine unangenehme Überraschung. Das können wir nur auf einem Weg herausfinden, indem wir uns nämlich in das Abenteuer hineinstürzen mit einem Linksklick. Was passiert? Etwas Positives. Eure Truppen haben gefangen 50 Gold. Das freut unsere Schatzkammer. Jetzt ist der Schatzkammerbestand gleich auf 131
hochgegangen. Jetzt haben wir mit der Diebin noch zwei Bewegungspunkte. Hier im Norden sind kahle Berge, diese Bergfelder, die sind bei Warlock nicht passierbar. Da kann die Einheit nicht draufziehen und das sieht ganz schön übel aus. Das ist wie ein eiserner Vorhang, den es damals im Ostblock gab, wo niemand rüber konnte von West nach Ost, und so ähnlich können wir hier nicht von Süd nach Nord. Hoffentlich sind wir ja nicht komplett eingeschlossen. Ich ziehe mal auf den Wüstenhügel. Und, oha, was ist denn da? Drei ausgesprochen spannende Dinge. Erstmal, was hier ganz oben ist, das ist heiliger Boden. Das hatte ich euch in der ersten Folge erzählt. Das ist verknüpft mit einer der vier Siegvarianten. Ihr erinnert euch vielleicht, dieser Rohstoff heiliger Boden, der ist auf der ganzen Karte zufällig verstreut. Und wenn wir es schaffen sollten, 50% dieser heiligen Böden, 50% dieser Geländefelder in das Kulturgebiet unserer Städte zu bringen, dann haben wir die Partie gewonnen. Beziehungsweise wenn die KI das schafft, wenn ein Computergegner das schaffen würde, dann hätten wir verloren. Das ist schon mal sehr interessant. Übrigens auch deswegen, weil, ihr könnt es dort lesen, auf diesem Rohstoff sich ganz besondere Gebäude errichten lassen. Und das sind in der Regel Priestergebäude, Tempel, die wir da errichten können, zu Ehren von Göttern. Und die bieten uns die Möglichkeit, sehr, sehr starke, allerdings auch sehr teure Einheiten zu rekrutieren. Kampfeinheiten, mit denen wir die Feinde ganz gut aufmischen können, falls wir genügend Gold oder andere Rohstoffe in der Kasse haben. Doch bevor wir uns dort um solche positiven Möglichkeiten kümmern und da ein wenig ins Träumen geraten, kümmern wir uns erst um den Albtraum, der hier Wirklichkeit geworden ist. Ein großer Feuerelementar. Rechtsklick darauf zeigt uns wieder das Eigenschaftsfenster. Elite-Zauberer verheißt uns nichts Gutes, zumindest sofern es sich, solange es sich um einen Gegner handelt. 40 Lebenspunkte, da kann keine unserer Einheiten auch nur im Entferntesten mithalten. Und 27 Schadenspunkte kann diese Einheit zufügen und dann auch noch per Fernkampf, nämlich per Fernkampf durch Elementarpunkte, die in Form von Magie blitzen, über eine Entfernung von 2 Geländefeldern hinweg verteilt werden können. Dann hat diese Einheit noch die Eigenschaft Feuerleib und dadurch immens hohe Resistenzen. Durch Nahkampfangriffe unserer Einheiten können wir diesem Gegner kaum irgendeinen Schaden zufügen. Ganz, ganz übel. Durch Fernkampf auch nicht. Durch Lebensmagie ebenfalls kaum. Gegen Todesmagie ist dieser Elite-Zauberer sogar komplett immun. Elementarenergie, das wäre eine Möglichkeit. Absorbiert er vielleicht gerade mal 30% im Schnitt eines Angriffs. Und Geistmagie, das ist der Schwachpunkt dieser Einheit. Was uns allerdings nicht weiterhilft, weil wir bislang keine einzige Einheit haben, die solche Geistmagie austeilen könnte. Und Elementarmagie im Übrigen auch nicht. Denn unsere Diebin kann im Nahkampf ein wenig austeilen und kann Todesmagie dabei austeilen. Beides hilft uns jetzt nicht sonderlich weiter. Und unser Jäger verteilt nur Fernkampfschaden, hilft uns auch nicht weiter. Und in unserem Magierpalast, der einzigen Stadt, die wir bislang haben, dort rekrutieren wir gerade, hoppla, da hatte ich mich verklickt, Doppelklick komme ich rein, da rekrutieren wir gerade einen Krieger. Und der verteilt auch nur Nahkampf. Andere Einheiten können wir im Augenblick gar nicht rekrutieren. Das heißt, wir sind derzeit völlig wehrlos, völlig hilflos gegenüber dem großen Feuerelementar. Und das heißt, wir gehen stiften. Würden gerne stiften gehen. Unsere Diebin hat nämlich nur noch genau 0 Bewegungspunkte. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt schon einen Trauermarsch abspielen oder einspielen lassen, denn dass diese Einheit den nächsten Rundenwechsel übersteht, ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Es sei denn, wir hätten furchtbar Glück und irgendeine andere Einheit würde ebenfalls in die Sichtweite dieses großen Feuerelementars geraten. Irgendeine Einheit eines anderen Großmagers, der vielleicht östlich von uns eine Stadt hat und wo eine Einheit auch gerade zufälligerweise in den Sichtbereich dieses Feuerelementars gerät oder wer auch immer. Da müssten wir aber schon verdammt viel Glück haben,
Und ich bin im Augenblick etwas pessimistisch. Ich glaube, wir haben nicht Glück, sondern Pech und werden nach dem nächsten Rundenwechsel nur noch über diesen popligen, mickrigen Jäger verfügen. Ich hoffe, er hat gerade weggehört. Und die Diebin, von der können wir uns jetzt verabschieden. Ein letzter Blick aber auch noch auf das, was hier sonst noch in unser Blickfeld geraten ist. Rohstoff Altruinen. Rechtsklick darauf zeigt uns. Oh, ist gar nicht möglich, Rechtsklick. Aber das kann ich euch aus der Erfahrung noch sagen, aus dem, was ich bislang aus Spielen weiß, auf diesem Rohstoff Altruinen können wir, Fantasy-Freunde könnten es vielleicht schon erraten, können wir ordentlich Bildung gewinnen. Forschungspunkte, das sind diese Bücher hier, die ihr ganz oben seht, die könnten wir auf diesem Feld ganz ordentlich gewinnen, falls wir dort in der Nähe eine Stadt gründen würden. Ja, was bleibt übrig? Ich klicke auf das Horn. Unser Jäger hat gerade noch einmal 4 Bewegungspunkte. Ich ziehe mit ihm mal nach Süden und gucke mir an, was hier unten ist. Und sehe, dass es hier auf dem Meer ein Schiffswrack gibt. Hier links ebenfalls. Kann von jeder Einheit geplündert werden. Ist nicht ganz korrekt. Von jeder Einheit, es sei denn von unserem Jäger. Sprich, von jeder Einheit, die entweder fliegend Gewässer überqueren kann oder von jeder Einheit, die schwimmen kann. Oder wie ein Schiff die See befahren kann. Vielleicht auch ein Monster, das im Ozean schwimmt. Unser Jäger verfügt leider nicht über die Möglichkeit. Ich zeige euch das mal, indem ich mal mit links auf das Wasser klicke. Nichts passiert. Unpassierbar. Unser Jäger kann also nur aus der Entfernung auf diese Schiffswrackes oder Schiffswracke draufschauen, starren und damit hadern, dass er nicht plündern gehen kann. Ein Bewegungspunkt hat unser Jäger noch. Ich ziehe mal ein Stückchen zurück. Ach, ich lasse ihn da einfach stehen. Was soll's. Das sind jetzt schon alle Handlungsmöglichkeiten, die wir in dieser Runde hatten. Und bevor ich auf Zug beenden klicke, zoome ich mal ein bisschen daran, weil wir doch das Drama, das sich hier ereignen wird, auch aus nächster Nähe betrachten möchten. Ich klicke auf Enter, es geht eine Runde weiter. Und? Was passiert? Autsch. Das war's. Adieu, Diebin. Der Schrecken hat sich ereignet. Wir haben gerade nur einen Jäger. Ja, von wegen. Writing Bull hat behauptet, er spielt dieses Spiel auf unmöglich. Ist das eventuell ein schnelles Ende unseres Let's Plays? Kann es sein, dass möglicherweise bald schon diese Partie dadurch beendet sein könnte, dass wir komplett vernichtet werden? Mal abwarten. Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Zum einen, als hier mal wieder ein Button erschienen, Siedlerbauer kann rekrutiert werden in Magierpalast. Ich klicke darauf und man kann jetzt mit einem weiteren Klick in die Stadt sich hineinbeamen. Und was ist hier passiert? Wir haben rechts oben die Möglichkeit, einen Siedlerbauern zu erzeugen. Das ist, ja, ihr kennt das als Civilization-Spieler möglicherweise, das ist eine Einheit, die neue Städte, die neue Siedlungen gründen kann und auch die einzige Einheit, die das machen kann. Im Gegensatz zu Civilization führt die Erzeugung einer solchen Einheit nicht dazu, dass beispielsweise die Bevölkerung der Stadt schrumpft, dass sie kleiner wird oder dass der weitere Zuwachs der Bevölkerung nicht weiter erfolgt, also dass die Stadt nicht weiter wachsen kann oder dass irgendein anderer Maler sich ereignet. Nein, diese Einheit wird ganz genauso produziert wie jede andere Einheit auch. Man klickt mit links drauf und hier erscheint sie dann. Ihr seht, hier gibt es eine Reihe, eine Einheitenreihe, die man machen kann, eine Baureihe. 50 Gold kostet es, wenn man den Siedlerbauer gründet. Können wir auch in der nächsten Runde noch machen. Im Augenblick wird es nicht dazu führen, dass der Siedlerbauer früher erzeugt wird, wenn wir ihn jetzt in diese Warteschlange einstellen würden. Wodurch war das möglich geworden? Dadurch, dass die Hauptstadt dass es da zusätzliche Bevölkerung gegeben hat. Sprich, dieser Rundenwechsel, dieser Rundenzuwachs von 139,59 Bewohnern in dieser Stadt hat dazu geführt, dass wir die magische Marke von 5000 übersprungen haben. Damit die Marke, die uns bislang dafür im Wege stand, dort einen Siedlerbauern rekrutieren zu können. Und ihr seht noch etwas, die Kulturgrenzen, die haben sich ausgedehnt und stehen jetzt auch diese weiteren Felder zur Verfügung. Der Kulturradius ist um 1 gewachsen. Sehr, sehr erfreulich.
denn wir werden in einer der nächsten Runden hier eine Kürbiszucht bauen können. Das hatte ich in der letzten Folge schon angekündigt, hier auf diesem Feld kahle Wüste, Rohstoffe Kürbis. Noch können wir das aber nicht machen, weil man immer nur ein Gebäude gleichzeitig bauen kann. Und im Augenblick, ihr seht das da links unten, bauen wir ja einen Kornspeicher. In einer Runde wird er fertig sein und im nächsten Rundenwechsel können wir dann auch hier die Kürbisse bauen. Ich klicke aus mal aus der Stadt wieder raus. Ja, vier Bewegungspunkte haben wir jetzt hier. Was können wir jetzt in dieser Runde machen? Können wir irgendwas zaubern? Nein, wir haben immer noch nichts erforscht. Die Forschung läuft noch. Wir können unsere Einheit bewegen. Wir können nur abwarten, Däumchen drehen. Ein bisschen frustrierend ist das hier schon. Mit dieser einzigen Einheit hier anzugreifen, traue ich mich nicht. Aber ich gehe mal ein bisschen weiter Richtung Osten und erkunde das mal ein wenig weiter. Es kann ja nichts passieren. Der Krieger, der wird uns nicht angreifen können mit seinen drei Bewegungspunkten. Aber auf die Berge können wir auch nicht ziehen. Berge sind ja unpassierbar. Noch ein Schiffswrack, das wir nicht betreten können, das wir nicht plündern können. Allmählich wird das Spiel ein klein wenig frustrierend. Naja, ich klicke mal auf Hügel. Ein Feld nach links, Bewegungspunkte aufgebraucht. Mal gucken, was da ganz im Westen ist. Das werden wir aber erst in der nächsten Runde entdecken. Ein Klick auf Enter. Mal schauen, was passiert. Die Forschung am Eine ganze Zauber Reihe von Buttons ploppen auf, mehr als wir bislang je hatten. Was ist alles passiert? Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Linksklick darauf und es wird uns angezeigt, der Kornspeicher steht zur Verfügung. Gleichzeitig gibt es hier einen neuen Button, befehlt die Errichtung eines Gebäudes. Der taucht immer dann auf, wenn es in einer Stadt möglich ist, wieder ein Gebäude zu errichten. Wie gerade im Magierpalast. Linksklick, switcht zu der Stadt und öffnet auch das Stadtfenster. Finde ich von der Bedienung hier eigentlich ganz praktisch. Und wie ihr seht, es ist sehr, sehr viel möglich jetzt. Was uns hier ein wenig angeboten wird, ist die Kürbiszucht. Dieses Symbol heißt, dass nur bei der Kürbiszucht auftaucht, dass eine bestimmte Ressource notwendig ist, um überhaupt eine Kürbiszucht bauen zu können. Ich klicke mal mit links darauf und ihr seht, ein einziges Geländefeld überhaupt leuchtet ein wenig blau auf, nämlich das, wo man diese Kürbiszucht bauen könnte. Das ist tatsächlich nur dieses, das Feld, wo die Kürbisse auch sind. Wollten wir ein anderes bauen, beispielsweise einen magischen Turm, der jetzt bei der größeren Stadtbevölkerung auch möglich ist, dann könnten wir den hier überall bauen. Ein magischer Turm ist eine Defensivwaffe, die 10 Elementarschaden austeilt pro Runde. Übrigens nicht automatisch, sondern manuell. Könnten wir bauen, um uns vielleicht zu verteidigen gegenüber dem Feuerelementar, wenn der kommen sollte. Nun weiß ich aus Erfahrung zweierlei. Erstens, er kommt vermutlich nicht. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Feuerelementar in absehbarer Zeit zu uns herübergestrolcht kommt. Der wird vermutlich, hoffe ich, toi toi toi, Finger kreuzen, auf die Tischplatte klopfen. Der wird uns hoffentlich erstmal erspart bleiben. Und ich weiß auch, vor allem, wenn er kommen sollte, dann hätten wir kaum Möglichkeiten, uns zur Wehr zu setzen, denn ob dort ein magischer Turm steht oder auch nicht, wir wären wahrscheinlich ratzfatz weg von der Platte. Also, kein magischer Turm. Wir bauen stattdessen hier diese Kürbiszucht. Die, hier links wird es angezeigt, 4 Nahrung bringt pro Runde und 4 Mana. Und das ist richtig gut, denn diese Mana-Punkte, die brauchen wir ja, um Zauber zu wirken. Ich gehe mal aus der Stadt wieder raus und zeige euch auch den nächsten Button. Es wurde ein neuer Zauber erforscht. Ihr erinnert euch vielleicht, den haben wir vor 3 Runden in Auftrag gegeben. Diese 3 Runden sind jetzt vorbei. Linksklick darauf und ihr seht dieses Feld. Kleiner Schattenschlag. Der erste Zauber, der allererste Zauber überhaupt, der uns zur Verfügung steht. Eine Premiere. 8 Tod können wir austeilen, was uns 18 Mana-Punkte kosten würde, die einmalige Ausführung dieses Zaubers. Ihr seht links oben, 7,5 erzeugen wir pro Runde an Mana derzeit. Zukünftig werden es 11,5 sein, weil wir ja die Kürbiszucht hier errichten werden und das doch auf einem Geländefeld, wo plus 20% an Mana erzeugt wird. Es wird also auch noch ein wenig mehr sein als 20. Es werden ein wenig mehr sein als 4 Mana
pro Runde, es werden sogar 4,8% sein. Ihr merkt schon, diese Rechenkunststückchen, die mache ich nicht etwa deshalb, weil sie wirklich notwendig wären, sondern eigentlich deshalb, um mir selber Mut zuzuflüstern. Denn ein wenig hoffe ich, dass wir in der Zukunft mächtiger werden. Im Augenblick sieht es düster aus. Vielleicht steht uns ja in Zukunft etwas Macht zur Verfügung. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können den Siedlerbauer demnächst in Auftrag geben, vielleicht eine zweite Stadt gründen, hier oben, wo das Silbervorkommen ist, um Gold zu gewinnen. Das ist natürlich schon verdächtig, dicht in der Nähe zu diesem Elementarzauberer oder zu diesem Elementar, der da war. Rutscht einem ein kleines bisschen das Herz in die Hose, aber wahrscheinlich machen wir es trotzdem. Wir könnten stattdessen oder ergänzend versuchen, Grünmühl zu erobern. Wie auch immer, zuerst schauen wir mal, welche Forschung möglich ist. Und uns stehen wieder 5 zur Auswahl, 5 Zauber, die wir erforschen können. Kleine Heilung, das kennen wir noch vom letzten Mal, die größere Heilung. Frostwaffenverzauberung, wenn man da auf eine Einheit draufklickt, dann kann sie zusätzlichen Schaden erzeugen. Ich klicke mal mit rechts darauf und ihr seht, es gibt wieder ein Fenster, das anzeigt, worum es sich hier genau handelt. Plus 20 Elementarschaden kann eine Einheit dann austeilen, aber das würde dann auch ein Mana kosten pro Runde. Dann noch Nahkampfresistenz und Elementarresistenz. Ich glaube, ich erforsche mal einen von diesen Heilungszaubern, denn mittlerweile bin ich ein wenig pessimistisch gestimmt und ahne, dass wir das eventuell noch brauchen könnten, um unsere Einheiten zu verteidigen. Ich klicke mal auf die Heilung. So, die Rekrutierung ist abgeschlossen. Klickt darauf und ihr seht, der Krieger steht hier zur Verfügung. Doppelklick in die Stadt. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Sollen wir noch einen Krieger erzeugen und versuchen, Grünmühl zu erobern? Oder sollen wir einen Siedlerbauer gründen, einen Siedlerbauer rekrutieren und versuchen, hier diese zweite Stadt zu bauen? Was ihr noch nicht wissen könnt, mindestens 3 Geländefelder müssen frei sein zwischen 2 Stadtfeldern, sonst kann man eine neue Stadt nicht gründen. Und direkt auf dem Silber drauf sollten wir die Stadt auch nicht gründen, sonst können wir diesen Rohstoff nicht erschließen. Das heißt, wir müssen die Stadt entweder hier oben gründen oder hier, da wären 3 Geländefelder Abstand. Das ist natürlich relativ witzlos, weil die liegen sich dann zu dicht am Gehege, die kommen sich dann zu dicht im Gehege. Oder wir gehen etwas weiter Richtung Osten, hier könnten wir eine Stadt gründen, aber das wäre dann schon sehr dicht in der Nähe von diesem Elementar. Das wirkt mir ein bisschen zu riskant. Ich glaube, ich wähle mal die etwas vorsichtigere Strategie und werde mir noch einen Soldaten hier bauen. Andererseits, Grünmühl liegt natürlich auch relativ dicht an diesem Elementar heran. Der ist auch nicht viel dichter weg. Ich glaube, der war hier. Tja, ich glaube, egal wie wir es machen, das Risiko ist gleich groß. Was machen wir? Ich werde mal einen zweiten Krieger in Auftrag geben und schauen, dass wir hier Grünmühl erobern können. Klicke auf den Button. Wir könnten jetzt hier mit der Einheit schon mal ein bisschen vorrücken in Richtung Grünmühl. Das mache ich auch. Und uns ein wenig in Position begeben. Andererseits diese Diebin, die ist ja auch schon, die kann ja Nahkampfschaden verteilen. Da haben wir auch nur eine geringe Resistenz. Und Todesmagie konnte die austeilen. Da haben wir gar keine Resistenz, nicht so clever. Bewegt habe ich ihn aber schon. Ich ziehe mal einen Punkt zurück und hoffe auf das Beste. Mit dem Jäger gehe ich mal ein bisschen Richtung Westen. Das hatte ich mir ja vorgenommen gehabt und erkunde mal die Gegend, wie sie hier aussieht. Aha, da gibt es also noch einen weiteren kleinen Kontinent oder eine Insel auf der anderen Seite. Die gilt es in Zukunft zu entdecken. Dschungelfelder, naja. Mal gucken, was passiert. Wie viele Bewegungspunkte haben wir hier noch? Wir haben noch einen. Damit mogel ich mich mal wieder feige, wie ich bin, in die Stadt zurück. Postiere die da. Und das war alles in dieser Runde, was wir machen können. Und damit endet jetzt diese Folge. Das war's jetzt erst einmal.
In der nächsten Runde werden wir hoffentlich weitere Abenteuer erleben und das werden wir sicher, aber ich hoffe, es werden auch ein paar positive Abenteuer sein und ein paar positive Ereignisse, sodass wir ein bisschen optimistisch in die Zukunft dieses Let's Plays mit Warlock Master of the Arcane blicken können, in der Hoffnung, dass unser Let's Play nicht schon nach wenigen Runden dadurch ein tragisches Ende finden wird, dass uns die Feinde niedermetzeln.